Die Gewalt der Hunde ist der deutsche Titel. Elizabeth Jane Campion, die für das Filmdrama Das Piano einen Oscar in der Kategorie Bestes Originaldrehbuch gewonnen hat. Er hat ja auch nur deshalb so wenig eingenommen in den Kinos, weil er ja von Netflix auch sehr begrenzt nur ins Kino gekommen ist. Die Ehefrau Rose Gordon wird ja sozusagen auch aus der Mitte der Gesellschaft gerissen. Man hat gemerkt, das ist ihr nicht leicht gefallen. George ist so der moderne Mann schon, der nicht mehr unbedingt diese Cowboy-Lebensweise möchte. Und auch damals, wir wissen das ja, in den 60ern war das auch noch verpönt. Also es ist nicht so, dass die 60er jetzt viel besser dran waren wie die 20er Jahre. Gumberbatch, so wie wir ihn auch kennen, liefert als der ungehobelte und doch zerrüttete Cowboy Phil eine Leistung ab, die man sich noch lange merken wird.